Heidi ho Leute und ein allerherzlich willkommen hier zu einem neuen Part American McGee's Alice. So, und im letzten Part haben wir uns hier durchgekämpft, bis hierher gekommen. Und jetzt kommt so ein kleiner Teil, der heißt irgendwie unter Wasser oder so. Und ihr wisst ja, ich hasse Unterwasserlevel. Ich habe hier schon ein bisschen Schiss davor, aber irgendwie muss es auch funktionieren. Und der Sterbecounter wird sicherlich wieder arg nach oben schnellen, aber ich gebe mein Bestes und ich gucke erstmal, ob hier irgendwo so ein scheiß Fisch rumschwirrt. Mit Sicherheit. Und dann ist hier noch so schönes grünes Wasser, wo man hier noch so schön viel sieht, wobei es geht eigentlich. Gehen wir mal nach oben. Bisschen Luft schnappen. Ja, wenn wir uns hier so langsam fortbewegen, dann geht das eigentlich. Ach du Scheiße, sind da hinten viele Fische. Ich glaube, ich werde mich mal hier hoch bewegen. Und mal schauen, was ist hier sonst. Oh, ich glaube, ich muss da oben hin. Geh mal hier hoch, Alicechen. Ja, die Energie brauchen wir eh nicht, aber ich will erstmal hier so einen kleinen Überblick erhalten. Ach du meine Fresse. Vielleicht kann ich die scheiß Fische auch von hier schon töten. Stopp! Stopp! Ob das jetzt funktioniert? Ne, einen haben wir wenigstens schon tot, die kriegt damit. Und der nächste? Na, hat's funktioniert? Ne, er lebt noch. Aber ich werde es einfach mal versuchen. Vielleicht auch mal mit den Karten. Na, es hat doch funktioniert. Wir haben ihn erwischt. Wow, nein. Ih, ist ja ekelhaft. Je. Nein, nicht ins Wasser. Nein, 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 nein. Ach, geht doch. Dankeschön. So, ich werde auch gleich mal speichern hier. Ne? Ihr kennt ja meine Paranoia. Da kann ja nur wieder irgendwas kommen. Oh, da ist ja noch ein Fischi. So, einer ist ja erstmal halb so wild. Ja, wo muss ich jetzt hin? Alice, wo musst du hin? Immer mal wieder Luft schnappen, ne? Wir haben ja festgestellt, nur durch die blöden Schildkrötenpanzer kann ich jetzt nicht unendlich unter Wasser bleiben. Nein, du sollst nicht nach oben. Nicht nach... Hallo? Und deswegen hasse ich diese Unterwasserlevel, weil ich sie einfach nicht steuern kann. So richtig. Ich bin dazu zu dämlich. Ja, halt dich fest. Halt dich fest. Oh, na danke. Supi. Geht doch voran hier. Erstmal gleich mal noch gespeichert. Und er geht wieder nicht zurück. Ja, meine Speicherstrafen. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Rucki zucki das hier. Okay. Hier oben geht es erstmal nicht weiter. Nee, nee. Okay, da muss ich wohl hier drauf. Oh. Nein. Was habe ich jetzt gemacht? Geh doch mal da hoch. Dankeschön. Ih. Blödes Vieh. Lass mich in Ruhe. Na, warte. Dich kriegen wir noch. Wo kam der denn jetzt her? Da ist er. Der darf mich da nicht reinziehen, so unverhofft. Unverhofft kommt oft. So ein blöder Spruch. Stirb doch mal bitte. Oh. Jetzt haben wir hier quasi den Wasserstand erhöht. Was auch immer mir das jetzt gebracht hat. Bist du jetzt tot? Oh, bist du tot? Nee, tot ist der mit Sicherheit nicht. Oh, ich will da nicht rein, wenn da so viele Fische sind. Ich hasse... nein. Aha. Ah, naja, was soll's. Wenn ich auch mal was sehen würde hier. Wäre eigentlich auch mal nicht schlecht. Und warum bin ich schon wieder tot? Ey, hallo. Ich war doch wohl nicht ewig lange da unter Wasser. Es sah nämlich so aus, als ob sie ertrunken ist, die blöde Kuh. Also, so langsam habe ich hier echt... nicht runterfallen. Langsam habe ich hier echt so ein bisschen Bedenken, was das hier alles soll. Ich weiß es nicht. Nein, 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 nein. Arsch. Erstmal gespeichert hier, dass wir das nicht nochmal machen müssen. Gehe ich jetzt mal hier unten lang. Erstmal Luft geschnappt. Dass mir hier nicht so viele Fische entgegenkommen. So, jetzt aber schnell nach oben. Und Luft geholt. Dann mal die Energie und den Fische noch besiegt. Wenn ich hier was sehen würde. Und das hasse ich auch an diesen Unterwasserleveln. Ich sehe nichts.
Oh, ey, das ist so beschissen. So, jetzt bitte mal hol dir da die Energie. So, jetzt mal noch schnell Luft geholt und dann da unten nochmal die Energie geholt. So. Und jetzt nach oben, bitte nach oben, nach oben, 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 oben. Oh, danke. Dankeschön, 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 Alice. Gespeichert. So. Zurück. Sagt die Zeit. Ja, passt schön. Okay, das bringt hier nichts. Wo muss ich jetzt hin? Kommt doch bestimmt hier wieder 30.000 Fische angekrochen. Mit Sicherheit. Ah, jetzt ist hier offen. Erstmal kann ich darüber. Genau. Kann ich mich erstmal hier ein bisschen drinne umsehen? Und schauen, wo ich jetzt hier hinkomme. Ah, das ist einfach nur eine Verbindung. Okay, hätte ich eigentlich quasi auch schon hier lang gehen können. Gut zu wissen. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Halt, hier war doch was. Ich hab's doch gesehen. Hab's doch genau gesehen, dass hier irgendwas anvisiert wurde. Bestimmt wieder 30.000 Fische unterwegs. So. Ich will da drüben die Energie haben. Ups. Anscheinend kann sie auch über Wasser springen. Das ist auch sehr interessant. Sie ist quasi Jesus. Halt, wurde schon wieder was anvisiert. Ich habe hier voll die Paranoia, ey. Ich hasse diese Wasserlevel. Mann. Sie wird hier auch mal öfter gespeichert. Gucken wir mal runter hier. Jetzt nicht so, als ob hier viele Fische wären. Nee, hier ist gar nichts. Naja, wieder zurück. Dann können wir jetzt da quasi reinschwimmen. Und die Kugel oder was auch immer das darstellen soll. Da ist jetzt ein Fisch. Bist du denn her, mein Schätzeleinchen, ne? Ne, dich wollte ich hier, die Karten. Oh, gleich zwei. Autsch! Blöder Arsch. Sollten sie sich am besten gleich vorher mal eliminieren? Nein, du ziehst mich hier nicht rein. Oh, Energie, das ist gut. Ah! Je. Ich finde das ja voll eklig, ey. Habe ich dich jetzt erwischt, endlich? Sehr schön. Auch gleich mal gespeichert hier, dadurch, dass ich jetzt so viel getötet habe. Dann auch gleich mal die Energie geholt. Energie, Energie. Und gleich mal wieder nach oben. Und Luft geholt und rein da. Oh, da ist ein Mini-Loch. Noch ein Mini-Loch. Es könnte ruhig ein bisschen schneller gehen. Okay. Oh, Luft. Kann ich hier nicht irgendwie lang? Ah, okay. Okay, wir können uns an den Luftblasen quasi auftanken. So, jetzt ein bisschen schneller nach oben, bitte. Danke. Mensch, Alice, so langsam lernst du es doch, Mädchen. Finde ich gut. Gleich mal gespeichert. Oh Gott. Die Steuerung unter Wasser ist auch mal so beschissen. Okay, jetzt nicht runterfallen oder hier irgendwas anderes. Ah, okay. Ist das hier jetzt der Anfangsraum oder so? Keine Ahnung. Sieht jetzt so anders aus. Okay, damit lassen wir den Wasserpegel sicherlich nochmal steigen. Ja, damit geht das da hinten auf. Und da kommen sicherlich auch wieder neue Fischis. Mit Sicherheit. So wie ich das Scheißspiel hier kenne. Die wollen mich doch nur verarschen. Na, wo sind sie? Da sind welche. Na, warte. Na, warte, dich kriege ich. Dich kriege ich, du Scheißarsch! Oder du kriegst mich. Ist ja eigentlich auch egal. Stirb! Stirb, sag ich! Wenn das wenigstens mal treffen würde. So, jetzt aber hier mit dem Messer.
wenn es auch mal treffen würde hier. So an sich ist es ja eigentlich keine schlechte Waffe gegen die Fische, aber man muss da wirklich ganz genau vor denen stehen, habe ich das Gefühl. Oh, wieder schnell nach oben, bevor sie hier wie abknebelt. Kann ich da hoch? Ja, nu, hopps doch mal da hoch, Alice. Ja, anscheinend nicht. Okay, wenn du da nicht hoch möchtest. Aber ich möchte da hoch. Autsch! Wo bist du? Wo seid ihr? Hallo? Oh, mich regt schon wieder auf hier richtig. So, zack. Au! Mann! Dass man hier aber auch alles... jeden Scheiß hier gegen sich aufgehetzt kriegt. Okay, der ist erledigt. Oh, jetzt darf ich nicht getroffen werden. Bitte stirb. Nein. Haha. Jetzt hast du nur das Ding getroffen. Oh, da ist ja noch einer. Oder war das der? Scheiße, ich brauche die Energie da hinten. Ja, ich wusste es doch. Ich darf nicht getroffen. Super. Und wieder zurück. Ach Mann, ey, ich sollte öfter wieder speichern. Mann, ich habe doch vorhin so gut alles angefangen. Warum komme ich da oben eigentlich nicht hin? Nee, da komme ich bestimmt nachher nur wieder raus. Also rückwärts kann sie nicht springen. Aber so geht's auch. Boah, ist das ein Sturm da draußen, Leute, bei mir. Schon die ganze Zeit. Den ganzen Tag. So, jetzt aber. Mach ich Fischfilet aus dir. Hm? Schnucki? Fischfilet. Esse ich auch sehr gerne. Dich verspeise es doch zum Frühstück, du blödes Amphibienvieh. Fischvieh, wie auch immer. So, und ihr? Was willst du? Oh ne, es sind drei. Ach du Scheiße, da sollte ich mal etwas schneller wieder abhauen. Nein. Nein. Lass dich nicht reinziehen, Alice. Lass dich nicht reinziehen. Ach du Scheiße. Wieso sind es auch immer so viele denn gleich? Das Spiel ist echt beschissen. Nein, 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 nein. Nein. Nein, wo hänge ich denn jetzt? Dankeschön. Oh Gott. Ugh, ist das eklig. Mann. Diese blöden Fische, die lassen sich aber... Na, egal. Kommt her. Ja, genau. So, wie muss ich da diese Fische eliminieren können? Ich weiß noch nicht wie. Ich weiß noch nicht wann. Genau. Blöde Zungenattacke, die mich richtig aufregt. So, der eine hier, der geht ja relativ rucki-zucki. Deswegen mit einem Schlag sind die Viecher auch tot, aber... irgendwie, man muss sie genau von vorne treffen. Das riecht mich halt so auf. Nein, du sollst da die Energie holen. Danke. So, jetzt wird hier oben erstmal nochmal gespeichert. Speichern. Okay. Nochmal dreimal tief durchatmen. Okay, jetzt habe ich das Messer gerade nicht. Jetzt! Okay, nochmal Luft geholt. Die Energie genommen. Ganz langsam. So, sehr schön. Nochmal Luft geholt. Und einmal zwischenspeichern. Ne? Ist ja immer ganz wichtig. Bei diesem Spiel. Falls ihr erstmal selber spielen wollt. Speichert ganz viel. Oh Gott, ich bin ja voll. Voll gehealt. Was ist das denn? Hier waren noch drei Fische vorhin. Hm. Da hat sich einer wohl verkrümelt. Nein, da ist er doch. Da bist du doch. Na also, jetzt bist du auch Fischfutter. Nee, nicht Fischfutter. Fischstäbchen. Hm, Fischstäbchen. Mögt ihr Fischstäbchen, Leute? Mal die Energie geholt und nochmal Luft geholt und nochmal gespeichert. Und dann können wir da in das Rohr hinein. Das sicherlich auch sehr lustig wird.
Im anderen Rohr haben uns ja zum Glück keine Fische erwartet. Gucken, wie es hier jetzt sein wird. So, jetzt suchen wir aber erstmal... Oh ja, Enna. Hier Luft. Sehr schön. Also die Luft doch immer mitnehmen, Leute. Nee, hier komme ich nicht. Oh, hier. Luft. Nein. Wobei es auch absoluter Blödsinn ist, dass da so kleine Blubberbläschen... Nein. Wow, wow, wow. Wow. Schwimm, Alice. Schwimm. Hallo. Genau. Ja, okay. Das muss man mir natürlich auch sagen, dass diese Scheißdinger einen ansaugen. Nochmal von vorne. Ah, das Spiel, das hat echt seine Tücken, Leute. Also, ich verzweifle daran echt. So, Luft geholt. Dann holen wir hier nochmal Luft. Und speichern auch, glaube ich, nochmal, dass ich da nicht immer reinschwimmen muss. Das dauert nämlich immer so lange. So, jetzt erstmal hier, ganz an der Seite. Und ganz nach oben, 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 ganz nach oben. Und jetzt hier um die Ecke. Und hier nochmal Luft geholt. Und nochmal gespeichert. Oh Gott. Wo muss ich denn hin? Ah, nach da oben. Wenn sie hier nicht immer an jeder Ecke hängen bleiben würde. Wow. Oh nein, was denn das? Scheiße. Okay, die kleinen Rädchen dürfen mich auch nicht treffen, obwohl sie da nur so minimal sich bewegen. Okay. Jetzt! Jetzt! Oh, geschafft! Jetzt aber schnell, Alice. Schnell, 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 schnell. Jetzt halte ich doch mal bitte daran fest. Dankeschön. Und wenn du jetzt nach oben gehen würdest, wäre ich dir auch sehr verbunden. Na also, geht doch. Dankeschön, Alice. Ist sehr nett von dir. Und erstmal gespeichert. Ja, man muss das kleine Mädchen auch immer mal aufmuntern. Ansonsten zeigt sie einen Mittelfinger. Und wo kommt die jetzt schon wieder her? Das ist mir eigentlich auch relativ schnuppe. Ich will ja eigentlich nur noch weg. Und bitte lass das jetzt hier echt das Letzte sein. Autsch. Autsch. Können die mich hier oben anspucken? Ja, können sie. Oh nein. Es war ja so klar, dass das hier noch nicht alles ist. Leckt mich. Ja, genau. Hier will ich lang. Hier will ich lang und die Energie. Wurde auch gleich mal gespeichert. Und das Unterwasser, der Unterwasserspaß ist immer noch nicht vorbei. Hey! Warum habe ich mir das auch gedacht? Mann, komm her! Hallo! So, danke. Wo zum Geier bin ich denn jetzt hier schon wieder? Und warum sind hier schon wieder so tausende von Fischen, die mich ankotzen? Ja, ihr kotzt mich an, ihr scheiß Viecher. Oh Gott, ich habe schon wieder so wenig Energie, ey. Ich hoffe, ich komme jetzt hier nicht noch tausende von Fischen, ey. Nur nimm die Energie. Nimm sie. Ah, hier bin ich wieder. Okidoki. Wo auch immer ich jetzt hin muss. Ach, hier ist jetzt offen. Okay. Gut. Haben wir hier alle Fische auch besiegt. Und jetzt wird es ja auch ziemlich dunkel gerade, merke ich. In diesem Level. Okay, dann rein da. Wir haben es geschafft. Rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. Oh. Auch immer noch nicht weiter. Labyrinthische Revanche. Oh, ey. Muss doch langsam mal ein Ende haben. Also die ziehen das hier ganz schön künstlich in die Länge, habe ich so das Gefühl. Der Part ist jetzt auch schon fast vorbei. Lohnt es sich hier überhaupt noch anzufangen? Oh, Lava ist da unten. Da sollte ich also nicht runterfallen. Muss ich denn überhaupt hin? Oh je, oh je, oh je. Ja, wo ich da hin muss, keine Ahnung. Aber da hinten ist auf jeden Fall erstmal ein
Kartensoldat, der seine morgendliche Gymnastikübung macht. Ich mich hier irgendwie dran halte. Oh. Das funktioniert ja sogar. Tja, wo wir hier lang müssen, ich hab's noch. Keine Ahnung. Irgendwo muss es ja weitergehen. Ah, hier unten, okay. Das sehen wir, wenn wir dann aber im nächsten Part sehen, wie ich hier rumfaile und 30.000 Mal in die Lava falle. Also dann, Leute, würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen, wie ich hier so schön wieder im Wasser herumgefailt habe. Ne, ich bin ja auch so ein kleines Seepferdchen. Also dann, Leute, macht's gut. Ciao.